Hallo und willkommen zurück zu Deliver Us Mars. Wir gehen weiter. Irgendwo rein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mich irgendwo melden bei der WSA, ja. Hört ihr die Fahnen? Wind. Kriegt man doch hier angezeigt, das Ziel irgendwo. Warum läuft denn die weiter? Hat mein Controller Stick Drift? Scannen. Warte mal, hier war doch gerade Scannen. Was? Okay, Haupteingang. Aber hier drüben waren Leute, die schaue ich mir noch an. Die Kugel geht mir übel auf die Eier. Die fliegt mir immer vor der Fresse rum. Okay. Keiner redet mit mir. Wir nehmen die goldene Mitte. Yes. Hallo. Wo muss ich hin? Wird schon richtig sein. Manchmal. Das Museum. Ja, von hier kommen wir bis zu Maria. Lass uns auch etwas umsehen. Ich war ewig nicht hier. Okay. Haben wir denn hier einen Moon Rover oder wie die sich nennen? Steht wahrscheinlich auch hier ein Schild, nein. Und wohl auch sonst niemand. 2041 hat die Lunar MPT-Schüssel dabei geholfen, die Energiekrise abzuwenden, indem sie gewaltige Energiemengen erzeugt hat. Nach dem großen Blackout 2054 und der Initiierung von Mission Fortuna ist Rolf Robertson zur Mondbasis geflogen, um den MPT neu zu starten und ist dabei ums Leben gekommen. Die WSA gibt wirklich ihr Bestes, um den Energiebedarf unserer Welt zu decken. Bestimmt können wir irgendwann der ganzen Bevölkerung helfen. Die Mikrowellenenergietechnologie ist eine revolutionäre Form der Energieabsorption und Verteilung. Der Lunar MPT half mit den 42 MPT-Empfängern auf der Erde dabei, die zunehmende Energiekrise der 2030er abzuwenden. MPTs. Mein Ding. Ich wurde immer interessierter daran, als Dad daran gearbeitet hat. Er hat den Planeten damit wirklich gerettet. Moment da mal, mir kommt das hier alles ein bisschen leise vor. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja, das sagt mir was. Das kenne ich aus dem ersten Teil. Der große Blackout katapultierte die Erde zurück in eine Energiekrise. Und Claire Johansson, Maria Gonzalez und Rolf Robertson traten Mission Fortuna an. Eine bemannte Mission, um die Ursache des Blackouts zu finden. Unter der Anleitung von Johansson und Gonzalez konnte Robertson die MPT-Schüssel wieder auffüllen und verbinden. Er hat wirklich viel zur Auferstehung der WSA beigetragen. Ja. Wir sagen WSA. Ach hier, sind wir gekommen. Okay. War irgendeine Tür verpasst? Okay. Na gut, hier waren wir noch nicht. Einige Zeit vor dem großen Blackout hatten die Mitglieder des Lunarrats Projekt Outward konzipiert, das vorsah, fast alle Bewohner der Mondbasis mit drei großen Raumschiffen, drei Archen, zu evakuieren. Der Verbleib der verräterischen Ratsmitglieder und der restlichen Crew der Mondbasis bleibt unbekannt.
Mein Dad hat die Archen größtenteils selbst konzipiert. Genau wie fast alles bei der WSA. Sie sollten ein Fluchtplan für die Kolonie sein, falls etwas schief lief. Ah. Aufschließen. Ist doch für was gut. War ein Versuch wert. Oh, hi, Mark. Siehst gut aus, Claire. Claire ist die Schwester, oder? Die sollten sie ersetzen. Ach, so sehe ich doch nicht mehr aus. Ein Witz, oder? Du siehst echt gut aus. Stets bemüht. Du, bloß bemüht. Ja, klar. Danke. Du. Sie ist richtig. Komm mit, Alex. Möchtest du auch zu Marias Büro? Warum? Oh, weil ich auch dahin will. Also, ich habe mir auf dem Weg ein paar Ausstellungsstücke zur Mission Fortuna angesehen. Oh, gut. Wie lange warst du eigentlich auf dem Mond stationiert? Ich war auf der Raumstation. Meistens. Ach so. Deshalb habe ich dich nie an der Oberfläche gesehen. Ich dich aber. Oh, wirklich? Bei Softwareverbesserungen für Rosas ASI. Oh ja, Ace. Nein, ASI. Ja. Nein, ich meine... Ace kommt von mir. Ich wusste nicht, dass ASI eine Abkürzung ist, also bin ich bei dem Namen geblieben und Rosa nutzt ihn jetzt auch. Der Name ist wohl recht verwirrend. Ah. Ist der wütend oder was ist denn mit dem? Ist ihm kalt? Deiner heißt Alex, oder? Wo? Meiner ist in der Schleife. Du hin? Warte, du hast noch gar nicht geantwortet. Worauf? Wie lange du auf dem Mond warst? Auch die Jahre mit unfreiwilligem Kryoschlaf? Oh, ich wollte dich nicht. Ich müsste jetzt wirklich zu dem Meeting, Cathy. Ich wollte mich nur entschuldigen für das, was mit meinem Dad war. Er wollte das nicht tun, das weiß ich. Deshalb wollte er dich auch retten auf dem Mond. Mich retten? Dein Dad war nicht... Cathy, ich will jetzt nicht respektlos sein, aber... Was dein Dad und der Lunarat taten, sie ließen uns dort im Stich. Sie haben unglaubliche Untaten gegen die Menschheit und unseren Planeten begangen. Dafür müsste man sie zur Rechenschaft ziehen. Störe ich die Damen? Nein. Nein? Bei all dem Nachholbedarf an Präzedenzfällen überrascht es mich nicht, dich hier zu sehen. Wenn ich es bis hierher geschafft habe, könntest du mich... Nein. Ja. Maria meldet sich ja per Video, Nein. Also kannst du... Okay, ihr habt das wohl einstudiert. Du hast es erfasst. Nicht hier. Ich bin eben ein Rebell. Auf geht's. 6 Jahre. Was? Auf dem Mond. 6 Jahre waren's. Ich wollte deine Frage von vorher beantworten. Klar. Danke. Na toll. Lippenlesen geht auch nicht. Finde eine Möglichkeit,
das Meeting zu belauschen. Okay. Macht einfach alles kaputt. Oh, oh Gott. Kommen wir denn da hoch? Da oben müssen wir hin, oder? Wo war denn das? Da. Soll das gehen? Okay, so nicht. Das runterlassen. Bis ich fertig bin hier, ist das Meeting zu Ende. Was können wir denn noch drücken? Also von drinnen nicht. Gott. Noch was? Problem ist ja, wenn ich das zurückhole. Ups. Wenn ich das hier herhole, da kann ich rüber. Aber ich kann es nicht bedienen. Oder? Mit dem Robo? Mit der Robo-Kugel? Nicht weiter. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall hoch und das aufschneiden. Wie? Das dahinter? Ich sehe das sehr bald vor lauter Bäumen wieder nicht. Nee, von der Seite auch nicht. Jetzt mit Aya da rein. Wir brauchen freie Sicht auf Ihr Gespräch, Ella.
Komm schon. Du absolut sicher? DSC hat das dreimal geprüft. Das Signal kam von einem WSL-Kommunikationsgerät. Dann waren Sie es. Ja. Wir können getrost davon ausgehen, dass uns dieses Signal vom Projekt Outward geschickt wurde. Ganz bewusst. Ich kann's nicht fassen. Also der Mars? Was? Dort sind sie, wie es aussieht, schon seit 13 Jahren. Sie sind näher an uns dran, als wir je dachten. Alles okay? Kann mir kaum vorstellen, wie schwer es sein muss, das noch... Schon gut, schon gut. Dann ist Mission Opera endlich gerechtfertigt. Ja. Mission Opera? Seit wir Sarah und Kathy vom Mond geholt haben, arbeiten wir an einem Krisenplan. Für den Fall, dass wir Outward finden sollten. Bei Mission Vestia fanden wir Hinweise darauf, dass die drei Archen, mit denen Outward vom Mond flog, nicht nur zum Transport dienten. Unseren Informationen zufolge können die drei Archen eine Triade bilden. Eine sich vollends selbstversorgende Siedlung. Aber warum dann? Warum jetzt? Ist es ein Notrufsignal oder eine Einladung? Völlig egal. Mission Opera hat nur ein einziges Ziel. Die Archen und ihre revolutionäre Technologie zurückbringen. Wir sollten das Signal analysieren. Vielleicht bekommen wir die Verschlüsselung raus. Wir arbeiten aktuell daran. Ich kann euch hinten gleich Zugriff aufs Terminal geben. Macht euch ein Bild davon. Ayla, schnell. Finde einen Weg in diesen Raum. Alles klar. Perfekt, Ayla, jetzt bleib dort. Was ihr jetzt gleich hört, verlässt nie diesen Raum. Ist das klar? Ayla? Was machst du? Mondbär. Ich muss die aktuelle Sachlage niemandem schönreden. Die Atmosphäre hier wird mit erschreckendem Tempo zunehmend schlechter. Die Luna-MPT-Schüssel hilft zwar etwas dabei, den Energieaufwand zu vermindern, doch Energie ist gerade unsere geringste Sorge. Diese CO2-Werte steigen ständig an und töten dabei viele Pflanzen und Tiere. Jeden Tag. Die Wahrheit ist, dass unsere Heimat so unbewohnbar wird, wie jeder andere Planet da draußen. Wir brauchen Archen. Sofort. Claire, du führst die Bergungsmission an. Wähl ein Team und hol die Archen zurück. Du hast ein paar Monate. Wir können nicht viel länger warten. Ich verstehe. Ich will zuerst Ryan und Sarah hier ins Team aufnehmen. Beide sind Experten auf ihren Fachgebieten und mir persönlich wichtig. Ich vertraue ihnen zutiefst. Dann wäre noch eine Stelle offen. Ja. Hey. Hi. Das mag idiotisch klingen. Warum fragen wir nicht Kathy? Was? 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 Sie war weit vor den anderen Absolventen im Programm. Du meinst, die einzige Klasse Astronauten der letzten 10 Jahre? Trotzdem hat sie so gut wie jede Aufgabe gemeistert. Manchmal mit mehr Punkten als ich. Auch wenn du sie nicht dabei haben willst. Bessere MPT-Ingenieure gibt's kaum. Wir brauchen ihr Wissen. Außerdem, und ich würde nie zugeben, dass ich das gesagt habe, ist Kathy die talentierteste Ingenieurin, die die WSA hat. Außer euch zwei. Und natürlich mir. Wir erwägen das jetzt aber nicht im Ernst, oder? Sie hat keinerlei Vorerfahrung. Sie gefährdet da nur die Mission. Sarah hat recht. Kathy sollte nicht mit ins Team. Da sind zu viele Störfaktoren. Hey, hey, Maria. Dürfte ich reinkommen? Ernsthaft? Bitte, Claire, ich will ein Teil davon sein. Hast du gelauscht? Ja, das tut mir leid, aber Claire, du weißt, ich habe mich der WSA bewiesen. 2 Diplome gleichzeitig, Hauptfach Streamtech und Bestnoten im Astronautentraining, wie Ryan sagt. Nett von dir, das zu sagen, Kumpel.
Klar. Und du brauchst mein MPT-Wissen. Bitte, Claire, wenn du bei mir bist, dann schaffe ich das ganz bestimmt. Wir schaffen das. Außerdem gibt es außer mir nur... Wie viel? 3 Astronauten mit Training? Also... Du solltest sie aufnehmen, Claire. Was? 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 Klasse. Sie ist eine der qualifiziertesten Personen bei der WSA. Aber natürlich hast du das letzte Wort. Okay, Kathy. Obwohl Ryans letztes Argument ziemlich lachhaft war. Ja. Autsch. Glaube ich, dass du alles Nötige für den Erfolg der Mission tun wirst. Oder, Cat? Klar doch. Ich würde gerne über die Einzelheiten der Mission reden. Mit Claire, Sarah und Ryan. Kannst du das aushalten, ohne uns diesmal zu belauschen? Oh, da ich ja jetzt... Kathy. Mhm. Ja. Ja. Klar doch. Abgelauscht. Aber sie war wenigstens ehrlich und hat sofort zugegeben, dass sie gelauscht hat. Ja, eigener Raumanzug. War auch noch einen, aber der passt mir nicht mehr. Ja. Das Zeug wirst du noch verfluchen. Alles klar da drin, Ayla? Brauchst du irgendwas? Tasse Kaffee? Magazin? Du Diva. Du siehst nervös aus. Und das amüsiert dich? Nein, nein. Ich bin nur stolz. Hey, die Narbe auf Sarahs Bauch hat Dad ihr das Ding verpasst? Ja, warum? Bloß neugierig. Klopf, klopf. Fertig? Auf geht's. Kat? Ist schon so viel Zeit vergangen? Oh, der Stick trifft, nervt. Ich soll mal einen anderen Controller nehmen. BK sind auf dem Weg zur Rakete. Verstanden. Der Transport steht bereit. Wie geht es euch allen? Gut, super geschlafen. Das war ja klar. Du nicht? Doch, klar. Und also. Ihr zwei? Gut, ja, gut, gut. Es war ein schöner Smalltalk gerade, ja. Wie man sich das so vorstellt. So, ich steig zuerst ein, ja. Interagieren. Gemütliches Shuttle. Auf geht's. Kein Zurück mehr. Nope. Jetzt geht's zur Karete. Wisst ihr, was mich noch beschäftigt? Was? Wieso dürfen wir besser leben als die Leute aus dem Elendsviertel? Wie kann das sein? Reine Wahrscheinlichkeit.
Geografisch und demografisch. Zur rechten Zeit am rechten Ort geboren. Die leider nicht. Stimmt. Sie scheinen wirklich nicht zu wollen, dass wir gehen. Nein. Wenn man bedenkt, wie viel sie... Wow. Hey. Alles okay? Ja, hab mich nur erschreckt. Sind die verrückt? Es ist keinem geholfen, wenn sie uns verletzen. Verstehen sie denn nicht, dass wir sie nur retten wollen? Diese Leute bleiben auf der MPT-Warteliste, bis sie irgendwann sterben. Wenn ihr sehen würdet, was die WSA investiert, um uns vier ins All zu schicken, ihr werdet auch wütend. Sie verstehen es nicht. Aber wenn die Archen hier sind, werden sie es. Oder nicht. Vielleicht doch. Und das wäre toll, aber ihr versprecht was, das vielleicht nicht passieren wird. Erst wenn wir die Archen zurückbringen. Es quillet Hoffnung in unserer Brust. So sehe ich es jedenfalls. Alexander Pope. Verbannt und mattlos irrt der matte Geist. Webt eine bessere Zukunft. Sieh einer an, du Hobbypoet. So bin ich. Hübsch von innen wie von außen. Okay. Seht euch diesen Ausblick an. Oh, schön. Wow. Immer wieder beeindruckend, oder? So schade, dass sie nicht ganz gelungen ist. Was? So knapp wie die Materialien sind, ist es ein Wunder, dass dieses Ding überhaupt hier ist. Hättest du uns bei der Vorbereitung nicht sagen können, dass wir zweite Klasse fliegen? Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Außer ganz kurz vor dem Start. Nur fair ist euch jetzt zu sagen. Klar, klar. Wenn Claire glaubt, dass sie die Mission übersteht, dann sollten wir ihr vertrauen. Ich glaube, die Zephyr 3 wird die Mission problemlos bewältigen. Ja, viel Story. Aber ein schönes Raketchen, ja. Scheinbar sind die Ressourcen am Ende, die Leute haben nichts zu fressen, aber wir fliegen zum Mars. Okay, ich verstehe das schon, dass die angepisst sind. Ist ja wie heute. Zeiten ändern sich, aber die Probleme bleiben gleich. Man merkt erst, wie hoch es wirklich ist, wenn man... Ja. Ja, ganz so hoch sah es wirklich nicht aus. Gibt's was zum Sammeln? Naja gut, ich geh mal mit, sonst verpasse ich den Start noch. Wirklich ein bisschen hoch hier. Das ist nichts für mich. Die kleinste zuerst. Startsequenz eingeleitet. Opera Team, hier Bodenkontrolle. Prüft noch einmal eure Systeme. Roger, BK. Kommunikationsprüfung. Bereit. 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 Cat, Systemcheck. Sauerstoff? So, hier. Sauerstoff bereit. Flug? Flug bereit. Navigation? Navigation bereit. Bodenstartsequenz. Bodenstartsequenz bereit. Treibstoff. Treibstoff bereit. Flüssigsauerstoff. Flüssigsauerstoff bereit. Energie. Energie bereit. Startsequenzfunktionen.
Startsequenzfunktion bereit. Treibstoffladung. Sind bereit. Ryan, Luftabdichtung und Zusammensetzung im Cockpit. Abdichtung und Luftzusammensetzung sind bereit. Brennstoffzellen-Thermoaufbereitung. Aufbereitung bereit. Cat, Strongback einfahren. Meinst du mich? Was ist denn das jetzt wieder? Achso. Cool, ich kann Rakete fliegen. Strongback erfolgreich eingefahren. Sarah, Leitungen lüften. Und Feuer. Leitungen gelüftet und bereit. Starte automatische Bodenstartsequenz. Sequenz gestartet. Cap, Orbitalzugriffsarm. Was denn noch alles? Orbitalzugriffsarm eingefahren. Roger, starte Hilfsaggregate. Meine Herren. Muss das Ding echt allein fliegen, oder? Nehmt gleich die Maus. Hilfsaggregate sind bereit. Roger, fahre sauerstoffarm ein. Auf Null. Warten nur noch. Sauber eingefahren. Opera Team, Visiere runter. Bereit. Cat, Transfer auf Autonomenergie. Oh, Leute, das artet in Arbeit aus. Transfer abgeschlossen. Wir nutzen eigene Energie. Sarah, Startplattform, Schallimpfungssystem. Netzpunktsystem online. Aktiviere Feststoffschubdüsen-Funkensprühsystem. Funkensprühsystem ist bereit. Cap, Feststoffschubdüsen bereit. Wo sind die? Da. Feststoffschubdüsen bereit. Schubdüsen bereit. Sind startklar. Auf geht's. Ich flieg zum ersten Mal.
erste Zündung der zweiten Phase. Bereit. Zweite Phase zündet. Bereit. Ich glaube, beim Start hat man mich nicht gehört. Groß. War ein bisschen laut, glaube ich. Aber egal. Oh, was fliegt denn da? Ach, das ist schon, eine geile Sache. Phase. Ich starte. Und ist weg. Reisemodus erfolgreich initiiert. Ja, ich bin ein verdammter Astronaut, Leute. So, let's go. Letzte Schubstufe, oder? Na los, Abfahrt. Wir haben nicht ewig Zeit.